Eben noch auf dem Kutschbock, jetzt dankenswerterweise bei uns im Gespräch, Dieter Lauterbach. Die deutschen Meisterschaften zum ersten Mal hier beim Oldenburger Landesturnier in Rastede. Und Sie haben die erste Wertungsprüfung mit Ihrem Dirigenten gerade absolviert. Wie war so der Eindruck vom Kutschbock aus? Ja, ich war an für sich sehr zufrieden mit dem Pferd. In der Dressuraufgabe waren keine Fehler drin, keine Patzer drin. Vielleicht hätte man sich so ein bisschen mehr Frische gewünscht. Aber mal gucken, wie es gleich die Richter sehen. Wir bekommen ja gleiches Ergebnis und dann sehen wir weiter. Sie haben schon ganz große Ergebnisse eingefahren. Weltmeistertitel, Mannschaftsweltmeister und Sie sind amtierender deutscher Meister. Nimmt man dann hier so die deutschen Meisterschaften auf die leichte Schulter? Nein, deutsche Meisterschaft ist immer wieder eine neue Herausforderung. Und gerade hier in Rastede, ich war vor 2 Jahren schon mal hier gewesen, ist ein ganz tolles Turnier mit einer super Anlage. Schade, dass es heute ein bisschen regnet, denn die Pferde traben hier auf dem Platz so ein ganzes Stück besser wie zu Hause. Bewegung ist ein gutes Stichwort, das sah toll aus bei Ihrem Dirigenten. Erzählen Sie uns ein bisschen was über Ihr Pferd. Ja, Dirigent ist ein ganz tolles, leistungsbereites Pferd, der seine Stärken sowohl in der Dressur wie im Gelände und im Kegelfahren hat. Also er macht immer mit, will nie einen Fehler machen. Wenn man so ein bisschen was Negatives über ihn sagen will, könnte man sagen, er ist so ein kleines Sensibelchen. Da, gutes Stichwort, es gibt ja 3 Disziplinen, die Sie absolvieren müssen. Also jetzt zunächst der Dressurteil, dann am Wochenende Hindernisfahren und Gelände. Was ist denn die Königsdisziplin? Was macht Ihnen persönlich am meisten Freude? Ja, also ich glaube, der Grundstein davon für den Erfolg ist nach wie vor die Dressur. Also da muss ich wirklich gucken, dass ich da punkte. Das ist so für mich von der Ausbildung her gesehen auch das Wichtigste. Wenn Sie mich fragen, was natürlich am meisten Spaß macht, ist es natürlich das Geländefahren. Wenn man da ein schönes Gelände hat mit schönen Hindernissen, die man flüssig und schnell durchfahren kann, ist das natürlich, glaube ich, wie für jeden Vielseitigkeitsreiter auch der Höhepunkt. Ja? Aber Basis ist, wie gesagt, immer die Dressurarbeit. Und nachher, am letzten Tag, ist ja immer das Kegelfahren. Das ist dann immer, wo die Nerven so ein bisschen eine Rolle spielen, wo man wirklich ganz genau, ganz präzise und natürlich mittlerweile auch sehr schnell fahren muss. Und da spielt manchmal natürlich auch das Quäntchen Glück so eine kleine Rolle. Wie machen Sie das denn familienintern? Ihre werte Gattin Claudia Lauterbach ist ja hier auch am Start bei den deutschen Meisterschaften. Gibt es denn da abends Knatsch, wenn der eine besser war als der andere? Nein, das auf keinen Fall. Also Fahren ist ja wirklich Teamsport. Ich brauche immer einen guten Beifahrer. Ich brauche jemanden, ich bin viel unterwegs. Ich brauche jemanden, der zu Hause die Pferde dann wirklich arbeitet. Also bei uns ist es absolut Teamsport. Also wenn ich nicht da bin, trainiert meine Frau die Pferde. Und ich glaube, ich bin von meiner Einstellung so eingestellt, wenn jetzt einer in dem Moment besser ist wie ich, dann gönne ich dem das auch, weil es ist einfach Sport, was nicht heißen soll, dass ich natürlich versuche, beim nächsten Mal wieder besser zu sein. Wer hat an diesem Wochenende die Nase vorne? Frau oder Mann? Also ich war ja schon öfters deutscher Meister. Ich würde es meiner Frau auf jeden Fall gönnen.